Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield und es wird heute wieder ein bisschen geglitscht. Ja, so muss man es auf alle Fälle sagen. Bethesda-Spiele sind dafür da. Das ist ein Singleplayer-Spiel. Das geht okay, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht ihr das. Und damit ihr es machen könnt, müssen wir erst einmal mit Rohmaterialien aufstocken. Das bedeutet, das mache ich dann sicherheitshalber, falls ihr das Richtige nicht dabei habt. Ihr seht's, wir sind wie immer zu Hause, direkt am Raumhafen, und wenn wir vom Raumhafen uns einmal hier seitlich hochbewegen, dann kommt hier ein Shop und da kaufen wir zwei Dinge ein. Wir wollen haben Titan und Polymer. Das sind die beiden Dinge, die wir brauchen. Und zwar von der Menge her, boah, ja, je nachdem wie gierig ihr seid, das macht die Gier aus. Ne? Ihr könnt 20.000 und 10.000 mitnehmen oder aber ihr seid da ein wenig, ja, sage ich mal, sparsamer, würde ich auf alle Fälle sein. Und ich denke mal, wir nehmen mit, damit das Ganze sich lohnt, 40 Titan, 20 Polymer. Ja, 40 Titan, 20 Polymer. Das sollte so einigermaßen passen. So, schauen wir, was hat die junge Dame denn da? Polymer, da. Was habe ich gesagt? 20 wollen wir davon haben. 20, sie hat 13. Gut, dann kaufen wir erstmal die 13 und Titan. Titan hat sie 11 da. Davon wollten wir 40 haben. Okay, alle kaufen. Dann, ihr kennt das alte Spiel, wenn wir noch nicht genug Material beisammen haben, dann gehen wir hier zum Nachbarn hinein, in die Viewport. Und nein, wir werden keinen Kaffee trinken, sondern wir setzen uns einfach hier nur hin. Wieso kriege ich in der Mitte keinen Prompto? Na also, geht doch. Ich gehe nicht auf so einen scheiß Barhocker, weil ich will hier nämlich 48 Stunden verbringen und mache das mal auf dem Barhocker. Das ist scheiße. Genau. 48 Stunden hier sitzen, also 2x 24 Stunden, dann hat ja die gute Dame im Nachbarörtchen, im Nachbarlädchen resettet und wir können neu einkaufen. Wie gedacht, ich würde losfliegen auf alle Fälle mit 40 Titan und 20 Polymer, und wenn ich das jetzt eventuell durcheinander bringe, dann werde ich mich im Laufe des Videos noch korrigieren, wenn es denn halt 40 Polymer und 20 Titan waren. Aber ich glaube, es war mehr Titan, bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Wir sehen uns wieder, wenn ich gleich fertig bin mit Shoppen. So, nachdem wir jetzt fleißig shoppen waren, gucken wir nochmal ganz kurz nach hier unter Ressourcen. Ich habe gedacht, wir brauchen Polymer. Da habe ich 52, mehr als genug. Titanium habe ich 87, also auch mehr als genug, was ich dabei habe. Was wir als nächstes benötigen, ist ein Planeten einer hohen Stufe. Das bedeutet, ihr solltet am besten ein Schiff haben, wie zum Beispiel die Kepler-R, die eine Sprungdistanz von 30 Lichtjahren hat. Das ist ja einfach praktischer, wenn man hier ganz, ganz weit raus möchte. Ihr seht das hier, ich bin im Archimedes-System. Und das ist halt wirklich ganz, ganz weit draußen. Ne, wenn wir hier mal zurückscrollen, hier kommen so langsam die bekannten Gebiete. Ne? Hier sind wir gestartet, Alpha Centauri. Und dann bin ich hier schon mal komplett rübergeflogen ins Archimedes-System. Mir ging es einfach nur darum, dass es ein System ist mit einem hohen Level. Wir haben hier Level 75. Das können wir nehmen. Hawking ging ganz genauso. Und auch das System, gar kein Problem. Das nächste, was ich dann mache, das heißt, ich gucke nochmal ganz kurz aufs System drauf. Ich habe hier einen Planeten mit einer gemäßigten Temperatur, mit einer Atmosphäre. Und das ist gut, ganz einfach deswegen, ja, dann habt ihr kein Problem mit Basisbau, falls ihr noch keine Basis bauen dürft auf Planeten mit extremer Umgebungsluft oder ähnlichem. Also landen wir dort. Und sobald wir dort gelandet sind, werden wir uns eine Basis errichten. Machen wir auch gleich direkt am Schiff, dann sind wir gar nicht so weit weg. Und dann werden wir anfangen mit Häuslebaue. Naja, mit Häuslebaue ist übertrieben, das nicht wirklich. Na, gemäßigt und gut, die landet genau im Schnee. Aber das macht gar nichts, das ist egal. Was wir hier um uns drum herum haben, das spielt keine großartige Rolle. So, dann wollen wir mal Archimedes betreten. Hoffen wir, dass wir der Erste sind, der seinen warmen menschlichen Fuß hier hinsetzt. So. Und jetzt gehe ich in Außenpostenbau und baue hier einen Außenposten hin. Na, mich interessieren gar nicht die Ressourcen oder ähnliches. Ich möchte einfach nur hier einen Außenposten haben. Und dann gehen wir rüber in den Baumodus und bauen. Bauen. Können wir auch andersrum scrollen. Unter Sonstiges. Und hier Waffenkoffer. Waffenkoffer. Ihr seht, sind drei Stück an der Zahl, die wir hier bauen können. Den hier. Den hier. Und
diesen hier. Nehmen wir mal den größeren und den bauen wir jetzt. Und ihr seht, dafür brauchen wir 2 Titan, 1 Polymer. Also lag ich vorhin richtig mit 40 Titan, 20 Polymer. Dann können wir hier 20 Köfferchen hinlegen. Bevor wir das Ganze machen, empfehle ich auf alle Fälle, hätten wir wahrscheinlich sogar machen können, noch bevor wir die Basis bauen. Aber auf alle Fälle sollten wir als allererstes einmal speichern. Und zwar wirklich richtig speichern, einen harten neuen Spielstand, damit ihr da auf alle Fälle hin zurückkehren könnt auf diesen Spielstand. Und damit gehen wir wieder rüber ins Baumenü. Und bauen jetzt hier unsere Waffenkoffer. Ah, okay. Fertig mit bauen. So, Baumodus wieder verlassen. Jetzt haben wir hier unsere Waffenkoffer. Und jetzt speichern wir wieder. Schnell speichern. Und laden den Speicherstand wieder rein. Laden. Hier das Schnellspeichern. Einmal reinladen. Ja, möchte ich wirklich. Und jetzt lassen wir den Ladescreen drin für die Überraschung. Für die Überraschung natürlich. Lassen wir den Ladescreen mit drin, um die Spannung zu erhöhen. Ich könnte jetzt eigentlich noch einen Trommelwirbel mit einbauen, ne? Aber das wäre ein bisschen zu martialisch, finde ich. So zeige ich die Ladegeschwindigkeit meiner Xbox Series S. Und siehe da. Wir haben lauter volle Waffenkoffer. Zumal immer schön brav eine Wumme drin und Munition drin. Wumme, Munition. Und wenn wir jetzt Glück haben, das ist der Grund, warum wir auf dem Planet mit hohem Level sind, haben wir hier auch legendäre Sachen drin. Schaut mal, wie schön. Zumal modern auch noch, ne? Modern. Sehr schön, her damit. Ah, selten, modern, die Tombstone auch sehr, sehr schön. Und nochmal. Ihr könnt natürlich alles rausnehmen, ne? Ich will jetzt einfach nur zeigen, was so drin sein kann. Das war jetzt auch, wie gesagt, der First 2. Mal gucken, ob wir noch mehr Gold herausholen. Bin ich ja selber gespannt hier momentan. Aber man soll es ja auch nicht überstrapazieren. Zumal, ne? Ich meine, es ist auch Kohle, ne? Es ist ja nicht nur Munition, die wir hier mitnehmen ohne Ende, sondern es ist natürlich auch Kohle, ne? Wert 12.000. Ich meine, klar, wie gesagt, 12.000 bekommen wir nicht, ne? Der Wert ist ja immer da drunter. Aber 11.000. Aber Kohle ist Kohle, ne? Oh, nochmal, eine moderne, sehr schön, zerfettende, moderne Drumbeat, Gewehr legendär. Her damit. Ja, ihr könnt natürlich alles mitnehmen. Das Gute ist ja, dadurch, dass wir auch am Schiff stehen, können wir auch alles ins Schiff reinlegen, ne? Das ist ja auch kein großes Problem. Meine Güte, ich habe echt viele Koffer gebaut, ne? Und deswegen hatte ich gesagt, aber man muss das ja nicht übertreiben, ne? Wenn man halt 40 Titan gehabt hätte und 20 Polymer, dann wäre das halt so gewesen, dass wir, dass wir 20 Koffer hätten bauen können. Ich habe jetzt gleich ein kleines bisschen übertrieben vielleicht. Vielleicht im Gegenteil, vielleicht habe ich auch gar nicht übertrieben und ihr baut euch so viele Koffer hin, wie eure Basis tragen kann. Na, auf alle Fälle, zweimal legendär, einmal episch war auch dabei, ne? Und ich glaube, blau hatten wir auch zweimal. Und zum Beispiel, schön ist, wir müssen jetzt ja nicht überladen rumlaufen oder so, ne? Wir öffnen jetzt hier einfach hier unser Schiffchen. Gehen dann auf Frachtraum. Hier ist der Frachtraum der Kepler R. Nehmen wir unser Inventar. Und jetzt können wir dann hier die Waffen einfach halt, ja, lagern, ne? Einfach hier lagern, was wir lagern möchten. Dann sind wir nicht überladen. So, machen wir mal kurz hier. Ich habe ja nicht so viel dabei. Und dann, wie gesagt, ihr könnt euch hier alles rausnehmen, ne? Alle Munition, alle Waffen, ne? Das ist natürlich richtig Kohle, ne? Das ist natürlich richtig Kohle, die ihr hier rausnehmen könnt.
Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder zurück ins Baumenü, Außenposten und löschen die Waffenkisten. Ach, das Inventar wird automatisch übernommen, sehe ich das gerade richtig. Ja, Inhalt ins Inventar übertragen. Also brauchen wir noch nicht mal looten. Brauchen wir noch nicht mal looten. Ihr seht, ich mache es gerade das erste Mal live. Ich habe das vorhin auf Reddit gelesen gehabt, dass das funktionieren soll. Ich denke, na komm, das ist doch was für euch. Das gefällt euch bestimmt. Das findet ihr bestimmt interessant. Ey, da kriegen wir jetzt die ganzen Bumm hier ins Inventar geladen. Also brauchen noch nicht mal zu looten. Können einfach direkt die Kisten zerstören. Weil dadurch, dass wir die Kisten zerstören, kriegen wir ja das Material zurück. Ne? Wir kriegen ja das Material zurück und können dann neue Kisten bauen. So. Dauert jetzt natürlich ein kleines bisschen hier. So, und ihr seht, ich habe wieder fein aufgeräumt hier. Und ich habe mein ganzes Material zurückbekommen. Ich kann jetzt hier also wieder die Waffenkoffer bauen. Vielleicht wäre es diesmal eventuell sogar sinnvoll, die alle aufeinander zu stapeln. Weil wir ja beim Zerstören sowieso alles ins Inventar bekommen. Naja, okay. So eng aufeinander können wir es auch nicht machen. Aber vielleicht mal. Schade ist nur, den sehen wir natürlich nicht, wie viele legendäre Sachen wir haben, die wir hier rausholen. So, wir legen die Köfferchen wieder hin. So, fertig mit Köfferchen bauen. Dann aus dem Baumenü raus. Schnell speichern. Und den Schnellspeicherstand laden. Und wieder voll die Kisten. Wieder voll die Kisten. Das Einzige, was leider nur nicht geht, ne, wir haben jetzt wieder die vollen Kisten. Und diesmal war, sage ich mal, nur Schund drin. Es war nur Schund drin. Ne. Wir haben ja bisher auch noch nichts hier gesehen, hier irgendwie legendäres. Und sagen wir, nö, hat mir nicht gefallen. Ich lade den Speicherstand nochmal rein, laden, weil der Inhalt hat mir einfach nicht gefallen. Also nochmal neu den Speicherstand, den Schnellspeicherstand von eben gerade reinladen, in der Hoffnung, dass dann neues Material drin ist. Und das ist leider nicht der Fall. Das ist leider nicht der Fall. Ihr müsst dann halt wirklich die Kisten zerstören und neu bauen. Das ist das einzige Problem an der Geschichte. So, ihr seht, alles leer. Alles leer. Also deswegen, das könnt ihr nicht machen, dass ihr dann so einfach sagt, okay, der Inhalt hat mir nicht gefallen, sondern dann sind sie leer. Das ist nur beim ersten Mal nach dem Schnellspeichern, wenn wir laden. Wir gucken mal kurz rein in unser Inventar. Oder ist das sogar eventuell im Schiff gelandet? Ich finde es gerade ein bisschen wenig Waffen, die ich hier habe. Schiff. Frachtraum. Ah ja, Waffen, 27, okay. Sind also hier automatisch im Schiff gelandet. Ah, da war nochmal was Legendäres dabei gewesen. Eine Razorback im Modern, sehr, oi, 346, gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, ne? Und alles gratis, ne? Wert 22.000 übrigens, ne? Also hier macht ihr Kohle ohne Ende, wirklich. Und wie gesagt, es soll ein hoher Planet sein, der das Ganze wichtig macht. Und jetzt müsst ihr halt wieder hergehen, alle Kisten zerstören, dann neu bauen und so seid ihr glücklich und zufrieden. Hoffe ich doch auf alle Fälle mal. Das funktioniert anscheinend übrigens wirklich nur mit diesen Kisten, also mit den Waffenkisten in unterschiedlichen Größen. Andere Sachen scheinen nicht zu funktionieren. Jemals hat da noch keiner was gefunden, wo das ganz genauso funktioniert. Falls ihr etwas findet, falls ihr etwas kennt, ne, haut es gerne unten rein in die Kommentare. Die anderen User freuen sich, die anderen Zuschauer freuen sich darüber natürlich ganz genauso, wenn da noch weitere Tipps kommen. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Dabeisein. Hat das Video geholfen? Hat es gefallen? Denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr natürlich weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.